Bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis: Bitte nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch keine Neuigkeiten und kein Video mehr verpasst. Und nun viel Spaß mit der Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode, aber es ist kein normaler Spieletest, es ist ein neues Spiel. Ich kenne den Namen gerade gar nicht. Schreibe ich natürlich in den Titel rein und ich bin einfach nur gerade ein bisschen schockiert. Es sieht im Grunde aus wie Clash of Clans. Es sieht wirklich 1:1 aus wie Clash of Clans. Selbst die Truppen sind 1:1 wie Clash of Clans. Es ist einfach unglaublich. Es sieht aus wie eine Mischung aus Boom Beach von der Map und Clash of Clans von der Base. Also es ist unglaublich. Selbst die Anordnung, das Schild der Arbeiter, die Achievements, der Arbeiter, der Modus. Ja gut, bei Clash of Clans hast du die Wahl zwischen drei Dörfern. Hier hast du nur eins. Der Shop. Es ist unglaublich. Also, ich bin echt gerade noch ein bisschen fix und fertig. Und ich kann diesen Spielertest auch gar nicht so machen eigentlich. Es fehlt nämlich noch was. Moment, kurzer Cut. Der fehlte eigentlich noch. Ich möchte nicht erkannt werden, wenn ich dieses Spiel spiele. Also, wir müssen mal gucken. Ey, was ist das für ein Spiel überhaupt? Ey, was ist das hier denn? Es gibt sogar Clankriege, es gibt Kampagnenmodus, Pokale, alter Schwede. Und es gibt keine deutsche Sprache in diesem Spiel. Und deswegen muss ich jetzt einfach mal gucken, wie das jetzt hier funktioniert, was wir machen können. Ich greife jetzt einfach mal an. Ich hoffe mal, mein Schnurrbart hält. Der ist nicht angeklebt, sondern... Moment. Alter, selbst der Magierturm ist... Ey, guck dir das mal an. Es ist kein Magierturm, da steht doch ein Magier drauf. Der Bogenturm, der Minenwerfer, die Kanone, das Lager, die Kasernen, das... Ja, gut, hier gibt's ein Holzlager. Ey, das sieht alles aus wie bei dem anderen, ohne Witz. Ach, das Scheiß. Ah, ouch. Ah, aua. Er war gesteckt. Okay, wir müssen natürlich nochmal jetzt erstmal generell gucken, was man hier machen muss. Ja, genau, was kriege ich überhaupt für Gegner? Ich habe das Spiel gerade installiert, ich habe das Tutorial gerade mal so fertig gemacht und ich krieg hier Gegner, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich machen muss. Also klar, es wird wahrscheinlich das Spielprinzip von Clash of Clans sein. Und dann bauen wir noch was. Ah, ich muss den Stronghold. Hier ist das nicht Rathaus, sondern Stronghold. Kann ich nicht machen. Habe ich nicht genug für. Okay, Ressourcen. Sägemine. Kann ich bauen. Was kann ich sonst noch bauen? Wood Storage. Farm. Chicken Tomate XXL hat mir das übrigens geschickt, dass ich das mal testen soll. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann machst du das mal. Upgrade, 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 Upgrade. Oil, was? Oil Rig? Okay, das ist kein Elixier, das ist einfach Öl. Sägemine, wo man ganz. Okay, ich habe jetzt eigentlich alles so weit gebaut, was man bauen kann. Kann ich irgendwas upgraden? Ja, okay, nein, kann ich auch nicht, doch. Kann ich upgraden? Was kann ich noch upgraden? Wo ist denn das? Ah, das Fleischlager, das Food Storage kann ich noch upgraden. So, da sind wir jetzt gerade am Upgraden. Kann ich hier irgendwas machen? Gibt es denn hier irgendwie ein Labor oder das Military? Baracke Researching Center kann ich nicht machen, ist zu teuer, habe ich überhaupt nicht. Military Camp, Baracke kann ich noch bauen, sehr schön. Muss ich jetzt was freimachen, das kostet mich ein Gold. Okay, die Premium-Währung hier ist auf jeden Fall Gold. Das ist schon mal sicher. Und dann, keine Ahnung, es ist... Alter, das Spiel macht mich komplett fertig. Defense, Magic Tower, Punch Trap ist natürlich die Stoßfalle, die Tellereisen, also die Falle. Das sieht alles aus. Electric Trap wird dann wohl der Tesla sein. Aber Repeater weiß ich noch nicht, was das sein könnte, aber okay. Wir haben jetzt die Kaserne fertig. Kann ich jetzt was ausbauen? Ah ja, die Truppen, ja genau. Was sind denn das für Truppen? Was ist eine Tasche? Goblin natürlich, ne, genau. Ein Riese, ist auch klar. Ja, Mauerbrecher. Hexe, ist klar. Ballon. Soul. Ist wahrscheinlich Heilung, ja. Heilerin. Und der Drache. Ja, welche Überraschung. Wir werden jetzt mal eben fertig bauen. So, 20 Stück. Aber ich kann die ja nicht mal fertig machen. Wir können eigentlich wegen mir mal auf der Kampagnenkarte gucken. Da kriege ich 2000 gerade mal raus. Adapt die Base. Vor allem, ich kriege bei der Kampagnenkarte kriege ich sogar Truppen gestellt. Okay, wir greifen mal an. Gucken mal, was wir... Ich,
Eben hat es ein bisschen geleckt, wo ich gespielt habe. Ich bin mal gespannt, ob es diesmal flüssig läuft. Sie laufen da jetzt durch. Sind aber schon... Ja, sie haben sogar was offen gesprengt. Jetzt setzen wir mal die hinterher. Alter, das Spiel ist... Und beschwert euch doch mal über War Heroes. Das ist wenigstens gut gemacht. Dieses Spiel ist einfach nur komisch, finde ich. Es ist okay, es ist meine eigene Meinung. Und wir gucken jetzt mal, dass wir jetzt fertig werden. Ich finde, sie hätten ja das mehr... Ja, jetzt fängt es nämlich an zu lenken. Sie hätten das mehr wenigstens animieren können. Das hätten sie doch mal machen können. Das Meer sieht sogar grafisch ganz gut aus, aber es ist einfach nicht animiert. Es ist einfach nicht animiert. So, jetzt sind wir da unterwegs. Kümmern uns noch um die restlichen Lager. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Also ich muss sagen, ich finde es doch ein bisschen komisch. Und der Bart ist einfach so unbequem. Ich habe den extra noch angesprüht. Den checkt man sich mehr oder weniger so, den verhakt man in der Nase. Aber es ist echt, er ist mir unbequem. Er ist ein bisschen unbequem. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich Truppen fertig? Ja, das habe ich fertig. Ah, ich habe ja nur ein Lager. Ich kann kein zweites Lager bauen, ne? Military... Nein, kann ich nicht bauen. Können wir es upgraden? Kann ich nicht upgraden. Doch, kostet mich 5 Gold. Kostet mich jetzt 11 Gold. Jetzt haben wir es... Ah, also jetzt haben wir 30 Platz. Sehr schön. Ich möchte ja wenigstens noch mal irgendwas bauen. Nochmal fertig machen. Was ist hier? Ah, zweite Kaserne. Das haben sie also auch, übernommen. Ja, ich will doch nicht auf die Fanpage, Mann. Friend? Kann ich, warte mal, Friend, könnt ihr mich hinzufügen? You're not linked with Facebook. Please click the button below the link. Nein. Es gibt auch nur geile Sprachen hier. Also es gibt gar kein Deutsch. Es gibt Vietnamesisch, Myanmarisch, Indonesisch, Französisch und Englisch gibt es hier als Sprachen. Und wir sind fertig. Ich würde ja ganz gerne mal einen richtigen Gegner angreifen, aber guckt euch das mal an. Das ist natürlich sehr geiles Matchmaking. Ich habe Level 1 Truppen. Und ich greife jetzt an, im Grunde jemanden... Oh, ey. Das ist doch Mist, ist das doch. Wobei, kriegen wir den? Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Generell, ich will einfach mal irgendwen jetzt mal angreifen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kriege ein paar Prozente. Rein der Mensch müsste das ja von den Sternen her genauso funktionieren wie bei dem anderen auch. Also du hast quasi bei... Wenn du das Rad hast, bei dem anderen zerstörst, ist es ja ein Stern. Oder du holst 50%. Wenn du 50% in das Rad ausholst, hast du 2 Sterne. Ja, oder halt 3 Sterne und 100% bei Clash of Clans. Boom Beach, wie gesagt, kenne ich mich gar nicht aus. Aber es sieht natürlich thematisch schon so ein bisschen so aus wie Boom Beach. Weil du hast einfach eine Insel, oben hast du den Wald, du hast so ein bisschen Steine. Auch wenn es bei Boom Beach natürlich noch ein bisschen anders aussieht. Das Spielprinzip ist natürlich auch ein bisschen anders. Aber, naja. So. Sag mal, das finde ich. 6%? Also, es wird nie im Leben reichen. Jetzt haben wir gerade mal 6% fertig. Und ich habe nur noch 25 Einheiten. Also, wie ich das schaffen soll. Was das überhaupt für ein Matchmaking ist. Was ist das da noch? Okay, das ist das Lager. Da ist die Baracke. Ja, da probieren wir es mal. Versuche ich jetzt mal erstmal die Baracken wegzuholen. Vielleicht noch ein paar Prozente zu holen. Da noch was hin. Es reicht nicht. Ich kriege ja nicht mal... Ich habe Level 1 Truppen, ich kriege ja nicht mal die Baracken kaputt. Doch eine einzige kriege ich wahrscheinlich kaputt. Ja, die ist kaputt. 11%, 12%. Wie soll ich hier jemals irgendwie was holen? Wie soll ich hier jemals einen Stern holen? Wie soll ich hier jemals irgendwas anderes holen? Ey, guck mal, wie lange der alleine schon braucht für diese eine... Ja, die Bauhütte. Alter, ist das gefaked. Alter. Ey, doch genau der Hammer und die Säge drauf. Unglaublich. Wie kann man das so faken wie die? Alter. Das ist echt schon ein bisschen dreist. Alter Schwede. Das ist wirklich schon ein bisschen dreist. Ja, jetzt geht er da drauf. Was kommt jetzt? Ja, ich gebe jetzt auf, ehrlich. Ey, was soll das denn? Ich krieg zwar jetzt noch ein bisschen was. Meine Lager sind sowieso voll, woher auch immer. Wow. Selbst das ist ungefähr noch ein bisschen geklaut. Die Schnarchlaute sind geklaut. Im Shop kann ich gar nichts machen. Doch, ich könnte was bauen, aber bringt mir ja nichts. Ich kann noch was ausbilden. Können wir nicht den Stronghold upgraden? Build more oder upgrade storages? Okay, warte mal. Was brauchen wir denn dafür? Wir bräuchten 10.000 Holz. Dann müsste ich das hier upgraden. Ja, mache ich natürlich mal eben fertig. So, jetzt haben wir genug. Ich möchte endlich mal... Ja, mache ich auch fertig. Ich kann im Grunde ja alles rauskloppen.
Ja, ich weiß, ich denke mal, ich werde nie noch eine zweite Folge hiervon machen, deswegen können wir ruhig die ganzen 410 rauskloppen. Wollen wir überlegen, was wir jetzt bauen können. Ressourcen, nicht Military. So, das Camp können wir bauen, dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Platz. Hä, warum hat er das jetzt nicht gebaut? Ah, ich hab... Oh, weil ich auf den... Ja, weil ich darauf gekommen bin. So, zack. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Platz. Eine Baracke kann ich nicht bauen. Das Research Center kann ich auch nicht bauen. Ressourcen bringt mir jetzt gerade auch nichts. Defense bringt mir gerade auch nichts. Ich werde jetzt alles einfach mal upgraden. 25.000. Ah, kann ich nicht machen. Was können wir noch machen? Können wir die Kaserne upgraden? Ja, wir können sie upgraden. So, finish. Jetzt werden wir sie nochmal upgraden. Zack. Für 36, sehr gut. Jetzt werden wir die auch noch upgraden. Wobei es eigentlich sinnvoller ist, die jetzt nochmal abzugraden. Ah, kann ich nicht. Habe ich nicht genug Fleisch für. Warte mal, Fleisch, Storage war das Ding. 3000, so. Eins. Okay, jetzt habe ich 16.000 Fleisch. Das wird jetzt reichen. So, 12.500, das reicht, so. 60. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt könnten wir eigentlich ein paar neue Truppen bauen. Ist die Frage, was wir bauen können. Nein, nicht nochmal. Train Troops. Ah, jetzt haben wir schon einige fertig. So, ich... Ja, jetzt bauen wir hier nochmal eine bunte Mischung zusammen. So, und das war's. Finish. Und den nochmal, und den nochmal. Und jetzt werden wir hier noch ein paar zusammenbauen. Oh, ich habe immer noch nicht ansatzweise genug. Ich habe immer noch nicht genug Truppen fertig. Aber es müsste jetzt reichen. Ah, fast komplett. Fast komplett die Truppen, okay. Jetzt müsste es eigentlich fast reichen. Ja. Wissen wir, sind voll mit Truppen. Jetzt können wir... Jetzt können wir einen Gegner finden. Es ist doch ein Witz. Du kannst... Nicht ein einziger Gegner, der auf meinem Niveau ist. Nicht ein... Entweder es gibt so wenig Leute, die dieses Spiel spielen. Oder es ist einfach generell so komplett durcheinander, das Matchmaking. Ja, ihr müsst überlegen. Ich habe nichts gebaut. Ich habe nur das abgegradet. Selbst die Mauern haben sie geklaut. Es ist doch echt lachhaft, ey. Warum haben die Leute keine eigenen Ideen? Ich verweise nur nochmal auf War Heroes. Es ist vom Spielprinzip wie Clash Royale, aber es hat alles eigenständig. Es hat ein eigenständiges Thema, das ist das Wichtige. Es hat vom Thema nichts mit Clash Royale zu tun. Es ist halt so eher Krieg, Weltkrieg, Moderne. Das macht das Spiel aus. Deswegen können diese beiden Spiele auch nebeneinander existieren. Das Spiel wird sich doch nie im Leben durchsetzen. Ich meine, warum soll ich dieses Spiel spielen, wenn ich auch Clash of Clans spielen könnte? Das ist so die Frage dabei. Aber jetzt holen wir uns einfach mal ein bisschen Loot. Der Dieb, so, lauf dahin, hol dich mal ein bisschen Holz. Aber ich habe 16.000. Und ich könnte 400.000 rauben. Was soll ich damit? Vor allem dieser Ölmist, den könnte ich auch rauben. Da oben. Ich meine, es nützt mir ja nichts, wenn die jetzt da drauf gehen. Weil 600.000 Fleisch, ich raube ihm das jetzt, aber ich kann es ja nicht mal lagern. Aber ich möchte den Riesen noch sehen. Den setzen wir mal da oben hin. Ja. Danke, Chicken Tomate XXL. Dankeschön für diesen wunderbaren Spieletest. Du hast meinen Nachmittag echt gerettet, auf jeden Fall. Alter! Was ist das? Was ist das für ein Spiel? Aber müsste ich echt den Schnurrbart nochmal nehmen, aber er ist noch zu sehr am... Er drückt noch zu sehr. Da müssen wir noch was überlegen. Eieieiei. Nicht nur, dass wir nichts hinkriegen. Wir kriegen ja auch keinen Loot. Also nicht genug. Ich müsste noch was ausbauen. Da passt einfach die Balance hier bei diesem Spiel komplett nicht. Ich kann niemanden besiegen. Von den richtigen Gegnern. Ich kann aber ultra viel Loot sammeln. Jetzt habe ich ein Achievement bekommen, wofür auch immer. Hey! 50 Gold ausgegeben. Du kriegst also eine Belohnung, wenn du gems, in dem Sinne. Sauber. Und ja, damit sind wir am Ende dieses wunderbaren Spieletests. Kann ich hier eigentlich auch so eine Art Fotomodus machen? Remove all? Nee, bringt uns jetzt nichts. Ja. Ist ein ganz wunderbares Spiel. Ich mache mal so einen Screenshot. Also es ist ein ganz wunderbares Spiel. Und Chapeau. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, ob euch das Spiel gefällt. Ob ich mehr solche Spiele testen soll. Wenn ja, schickt sie mir zu. MrMBFTV@gmail.com oder schreibt sie in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen. Und bis später. Ciao.